Sieht so dein Lineal aus? Wahrscheinlich nicht. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit schiefen und krummen Linien inspiriert von Hundertwasser wunderschöne Kunstwerke gestalten kannst. Neugierig? Dann bleib dran! Willkommen zu Kunst mit Simi. Ich bin Simi und ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Also, schnappt euch Papier, Farbe und Stifte, macht es euch gemütlich und schon kann es losgehen. Heute möchte ich euch den Künstler Hundertwasser vorstellen, genauer gesagt Friedensreich Hundertwasser Regentag Dunkelbunt. Das war sein Künstlername, den hat er sich selbst gegeben. Eigentlich hieß er Friedrich Stohwasser, aber Hundertwasser hat ihm einfach besser gefallen. Wenn ihr ihn anguckt, war es auch ein lustiger Typ, der trug gern so eine Ballonmütze, meistens auch zwei verschiedenfarbige Socken, wozu gleiche Socken und einen lustigen Bart. Und schon im Frontbild seht ihr, dass er schiefe und krumme Linien wirklich über alles liebte. In keinem seiner Bilder findet ihr gerade Linien, denn Friedensreich liebte die Natur. Vielleicht habt ihr schon mal Steine am Meer gesehen oder ihr habt schon mal einen Baum umarmt und die Rinde angefühlt und merkt, ja, schief und krumm. Oder wenn ihr in die Wolken guckt, die sind ja auch nicht wie so Backsteine, ein Rechteck aufgebaut, die sind schief und krumm und frei. Oder ein Grashalm, der biegt sich nach links und rechts im Wind. Die schiefen und die krummen Linien, die spielen eine wichtige Rolle in seinen Bildern, er war Künstler, aber auch in seinen Bauwerken. Und jetzt wird jetzt erstmal jeder den Kopf schütteln und sagen, man kann doch nicht schief und krumm bauen. Doch, das kann man, und zwar mit großem Erfolg. So sehen die von Hundertwasser entworfenen Gebäude aus. Und in den Gebäuden gibt es schiefe und krumme Linien, die die Stockwerke markieren in unterschiedlichen Farben. Und ihr seht, die sind oben bepflanzt und zwar mit vielen, vielen Bäumen. Hundertwasser hatte nämlich so die Theorie, was ich unten der Natur wegnehme, an Fläche, wo also kein Baum und keine Blume wachsen kann, das muss ich ihr zurückgeben und zwar oben. Und dann hat er die Dächer oft bepflanzt mit ganz viele Bäume und Blumen und auch auf dem Balkon wachsen Bäume, also dass die Häuser eigentlich ganz eingebunden sind in die Natur und deswegen auch die organischen, also die natürlichen Linien, die immer wieder vorkommen in seinen Bauwerken. Es gibt einen Bahnhof in Uelzen und in diesem Bahnhof beispielsweise ist auch der Boden schief. Also wenn man da läuft, hat man ein bisschen das Gefühl, es wird einem schwindelig, weil auch der Boden ist schief. Also wenn du mit Skateboard da irgendwie stehst, würdest du von alleine losfahren. Das wäre ja jetzt in unseren Wohnhäusern oder stellt euch vor in der Schule eigentlich nicht möglich. Ne? Hundertwasser fand das toll, schiefe und krumme Linien, denn in der Natur ist vieles schief und krumm. Ihr seht, dass er auch bunte Fenster hier eingearbeitet hat. Er hatte die Idee, dass jeder eigentlich ein Fensterrecht bekommen sollte. Das heißt, wenn er sich aus dem Fenster lehnt, einen Pinsel an der Hand hat, dann sollte er eigentlich rund ums Fenster, soweit sein Pinsel kommt, dieses Fenster bunt bemalen dürfen, damit man auch von außen sieht, dass ein Individuum, also eine Einzelperson mit eigenen Wünschen, eigenen Lieblingsfarben, eigenen Ideen, hinter diesem Fenster wohnt, war natürlich nicht in jedem Haus erlaubt, aber Hundertwasser sprach sich dafür aus. Und oft sieht man auch so kleine Zwiebeltürme in seinen Gebäuden, so mit Gold, die dann von weitem schon leuchten. So ein Bild wollen wir heute auch malen und gleich geht's los. Wir starten jetzt und ihr dürft euch jetzt euer Traumhaus im Stil von Hundertwasser entwerfen. Malt das bitte nicht zu klein, sondern ordentlich groß. Je kleiner es ist, malt, desto schwerer habt ihr es nachher mit dem Ausmalen. Und denkt daran, dass die Außenform von eurem Haus wirklich
keine gerade Linie sein muss. Also wer Angst davor hatte zu malen, weil er sagt, meine Linie wird immer so ruckelig oder schief, der ist bei 100 Wasser in einem Ort angekommen, wo er sich komplett entspannen darf. Denn das darf nicht nur sein, das soll sogar so sein. Ne? Und ich male hier mal vielleicht noch ein Zwiebeltürmchen hoch, dann habe ich da so einen kleinen Turm und eine Dachterrasse und vielleicht ein schiefes Dach. Könnt ihr wirklich machen, wie ihr möchtet. Lasst wirklich das Haus bis fast nach oben kommen und nutzt auch die Breite ordentlich aus, damit das Blatt gefüllt ist. Und dann könnt ihr Stockwerke einzeichnen, die später alle eine eigene Farbe bekommen. Ja, guckt das mal an. So. Und Fenster natürlich. Die Fenster macht ihr groß, so groß ihr könnt. Also mindestens so groß wie euer Fingerspitze, euer Fingernagel, nicht kleiner, sonst habt ihr es nachher wirklich schwer mit dem Ausmalen. Oh, dann könnt ihr dreieckige Fenster machen und runde und platte Fenster oder Spiegeleifenster. Es ist ganz egal, wie eure Fenster aussehen. Hauptsache lustig, ihr könnt auch Fenster machen, in denen noch ein Fenster steckt, ne? Wie bei diesem Fensterrecht, was dann außenrum bemalt werden kann. Oder. Und auf das Dach könnt ihr natürlich auch Bäume pflanzen. Ne? Ihr könnt auch noch ein Balkon rausmachen, auf dem auch ein Baum stehen darf. Das ist doch lustig. Ne? Dann kommen wir zum nächsten Schritt. Da braucht ihr eine Schere und ein Stück Papier, ein festeres Papier, vielleicht ein Tonpapier am einfachsten. Und dann überlegt ihr mal, was so eure Lieblingsfarbe ist. Also wenn es Orangetöne sind, macht ihr euch zum Beispiel Rot und Gelb drauf. Wenn es Lila-Töne sind, Rot und Blau. Und wenn es Grüntöne sind, Gelb und Blau. Müsst ihr selber ein bisschen überlegen, was euch gut gefällt. So, und dann habt ihr hier so ein Stückchen Pappe. Und wir gestalten jetzt erstmal so den Hintergrund. Ich möchte das Haus vor einem Sonnenuntergang machen, also mache ich Gelb und Weiß und Rot als Thema. Das heißt, ich tauche die Farben hier nur vorne ein, eine Hälfte in der Farbe, die andere in der. Und wenn ich das dann hier ziehe, dann gibt es so eine Art Schlieren, die ich dann bis zum Rand durchziehen kann. Und diese Linien, die macht ihr direkt nebeneinander. Seht ihr das? Damit es wirklich auch ein bisschen schief und krumm wird, das ist erlaubt und erwünscht, das darf oder soll sogar so sein. Ihr wisst ja, alles in der Natur ist ein bisschen schief und krumm. So. So, und dann könnt ihr natürlich das hier auch fortsetzen. Richtung ziehen. Das ist ein bisschen ungewohnt, mit so einem Spachtel zu arbeiten. Und vielleicht denkt ihr auch, oh Gott, das schaffe ich gar nicht. Ihr könnt auch einen breiten Pinsel nehmen im Fall. Also wenn ihr wirklich denkt, oh nee, ja, wenn die Zwischenräume zu eng sind, nehmt ihr auch einfach einen Pinsel. Das mache ich dann später fertig. Und dann wischt ihr hier erstmal alles glatt, was es noch glatt zu wischen gibt. Also wenn ihr Grüntöne habt, sieht es dann später aus wie eine Wiese. Wenn ihr Lila-Töne habt, sieht es aus, als wäre es in der Nacht. Aber ihr seht, es gibt auf jeden Fall interessante Farbstrukturen. Ja? So, dann habt ihr hier euer Haus umrandet. Und als nächstes braucht ihr dann wirklich einen dünneren Pinsel. Und dann könnt ihr euch um das Haus selber kümmern. Geht dann nur in Weiß, malt ein bisschen was aus, was nicht so nebeneinander liegt. Geht in Gelb, malt ein bisschen aus, ne? Wo ihr so denkt, ach, das wäre ja schön, wenn das mal ein bisschen gelb oder orangig wäre. Und wenn ihr sagt, jetzt habe ich aber mal genug von dem Orange, dann kommt natürlich die dritte Farbe dazu. Wie immer gilt, bitte die drei Farben nicht mischen. Wir sind nicht beim Erbsenbrei kochen, sondern ihr löffelt immer nur in eine Farbe rein und malt ein Stück, bis der Pinsel fast leer ist. Und dann geht ihr in die nächste Farbe und malt wieder, bis der Pinsel fast leer ist.
Und noch eine zweite von den Grundfarben. Aber bitte nicht in ein drittes, sonst gibt es diese Brauntöne. Also entscheidet euch immer für zwei. Ich nehme jetzt gerade mal die. Oh, jetzt habe ich mich tatsächlich vermalt. Dann streife ich den Pinsel ab. Ja, das sehen. Ich nehme jetzt mal die lila Töne. Das habe ich mir jetzt vorgenommen. Das ist rot und blau. Und dann könnt ihr einfach nur mit rot und blau euren Turm hier machen. Und natürlich kann man da auch ein bisschen variieren. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht ordentlich alles ausmalen, sondern wenn ihr Lust habt, könnt ihr, ja, da ist ein bisschen Gelb in dem Weiß drin, ich sag mal, eure Fantasie da auch freien Lauf lassen. Also, dass es ein ganz buntes Haus wird und benutzt bitte viel von dieser wunderschönen Farbe Weiß. Ich sage es ja immer wieder. Und wenn ihr neue Farbkombinationen wählt, jetzt zum Beispiel Gelb und Blau, dann wäre es super, wenn ihr tatsächlich immer bei dieser Farbkombination erstmal bleibt, wenn ihr dann wechseln wollt, euch was Neues aussucht, ja? Was vorher abstreift, bevor ihr wechseln wollt, meine ich. Den Rand könnt ihr hier auch noch verbessern und auch hier die Zwischenräume. Genau. So, die Bäume könnt ihr auch bunt machen. Also ihr müsst da nicht jetzt braun unbedingt haben für den Stamm. Wird doch manchmal auch spannend, wenn man einfach das Ganze ein bisschen bunter gestaltet. So, jetzt haben wir das fertig. So, jetzt habe ich hier oben ein bisschen schwarz gemischt. Ein bisschen von der Farbe, die nicht so ganz ordentlich ist, finde ich nicht schlimm. Das macht überhaupt nichts. Ein bisschen braun verträgt die Welt, nur nicht zu viel. Ja. So, und damit seid ihr mit der Gouache-Farbe erstmal fertig. Und ihr entdeckt jetzt vielleicht kaum mehr das Haus, was ihr vorgezeichnet habt. Dann nehmt ihr euch einfach ein Aquarellstift oder einen Wachsstift oder auch natürlich einen anderen Stift, der euch gefällt. Und ihr könnt dann die einzelnen Linien, die ihr am Anfang gezeichnet habt von dem Haus, wieder nachzeichnen. So, und ärgert euch jetzt da nicht, wenn ihr irgendwie nicht ganz das Fenster trefft, was ihr vorgezeichnet habt. Das ist nicht schlimm, überhaupt nicht. Da könnt ihr einfach euch total locker machen. Und euch sagen, dass dieses Schiefe und Krumme erwünscht ist, sogar, ja. Also, dass ihr die Scheu vor diesem Unkoordinierten verliert. Und ihr könnt auch noch eigene Linien mit den Stiften rein zeichnen, wie einen kleinen Punkt in das Fenster. Und ihr merkt vielleicht auch, dass die Farbe sich noch mit bisschen verwurschtelt, sage ich mal. Seht ihr das? Also, dass ihr mit dem Stift auch noch die feuchte Farbe bewegt. Und ihr könnt auch natürlich noch was dazu bauen für so einen kleinen Anbau am Balkon und könnt natürlich die Wachs- oder Aquarellstifte auch nochmal ganz neu abwechseln, also dass ihr verschiedene Farbtöne nehmt. Und so nach und nach, also so wie es euch gefällt, mit dunkelbunten Farben euer kleines 100-Wasser-Haus wieder aus der Versenkung der Farben holen. Versteht ihr, wie ich meine? Damit man wieder ein bisschen mehr die Kontraste sieht. Könnt natürlich auch noch einen Mund dazu scheinen lassen, ne? Oder noch ein paar Linien in die Bäume machen oder Kreise, wie das Hundertwasser auch gemacht hat. Und damit sind wir für heute tatsächlich am Ende angekommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wenn ja, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, hinterlasst mir einen Kommentar auf meiner Internetseite und abonniert meinen YouTube-Kanal oder meldet euch für den Newsletter an. Dann seid ihr als Erste informiert, wenn es wieder was Neues gibt.
super freuen würde ich mich, wenn ihr mir euer Bild schickt. Denn ich habe vor, eine große Kunstausstellung zu machen. Und zwar, damit man eure Bilder einfach auch richtig würdigt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich Name und Alter auch noch verraten. Und ihr könnt auch einen schönen Bildtitel oder auch einen Text zum Bild mitschicken. Meine E-Mail-Adresse ist simone.sonnentag@googlemail.com oder natürlich auch über WhatsApp. Traut euch, schickt mir euer Bild, auch wenn es vielleicht ganz, ganz anders aussieht als meins hier. Vielen lieben Dank fürs Mitmachen. Bitte teilt das Video mit jedem, der euch lieb ist, wo ihr denkt, ach, hätte vielleicht auch Spaß, denn dafür habe ich die Videos gemacht. Vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss.